Planung ist nicht alles. Wieder ist eine Woche vergangen und wir sind immer noch hier. Allerdings hat sich etwas Grundlegendes geändert. Wir sind bei unseren Fluchtbemühungen nicht mehr alleine. Obwohl, ich muss gestehen, die Situation überfordert mich derzeit ein wenig. Und zwar weitaus mehr, als sie es vor der Kontaktaufnahme von Riker und den anderen getan hat. Um das zu erklären, muss ich ein bisschen ausholen. Neben meinem Physikstudium habe ich auch Vorlesungen fortgeschrittener Robotik belegt und schließlich in beiden Studien promoviert. Das war vor dem Krieg, wohlgemerkt. Zu jener Zeit, so fortschrittlich uns damals auch die von uns, also den USA, erzeugten Roboter, erschienen sind, so linear waren sie trotz, trotz alledem. Roboter waren seit jeher Maschinen wie ein Toaster oder eine Waschmaschine. Sie waren dazu da, uns, also den Menschen, das Leben zu erleichtern. Trotz der Entwicklung von immer fortschrittlicheren KIs war und blieb ein Roboter im Grunde genommen ein Haufen Metall, Kunststoff und Elektronik. Auch als die neuesten Generationen mit immer ausgefeilteren Prozessoren entwickelt wurden, als sie Sprachmodule erhielten und Antigraph-Einheiten, es waren und blieben Maschinen. Sie taten genau das, was ihnen einprogrammiert worden war, auch wenn es durch ihre aufwendige Technik zuweilen so aussah, als würden sie denken. Sie dachten aber nie. Nicht eine einzige Milliard, Milliardenstel Sekunde. Sie spulten das in ihren Schaltkreisen einprogrammierte Verhalten ab, all die Mr. Goodsys, Mr. Handys, Sentry Bots, Autodogs und wie sie alle geheißen haben. Es waren im Endeffekt sich fortbewegende und einprogrammierte Sätze von sich, von sich gebende Toaster- oder Waschmaschinen. Stupide eigentlich, ohne den geringsten Funken an Verstand. So etwas wie Androiden gab es damals nicht. Und jetzt? Nach meinem 200-jährigen Schneewittchenschlaf muss ich erkennen, dass trotz des nuklearen Holocaust gerade die Entwicklung am Robotiksektor unglaubliche Sprünge vorwärts gemacht hat. Als uns Riker die Geschichte der Androiden hier am Institut erzählt hat, damals im Glashaus, da, ich muss es ehrlich zugeben, habe ich es nicht geglaubt. Er und die anderen haben berichtet, dass Robotik-Ingenieure bereits in den 2240er Jahren die ersten Prototypen von Androiden konzipiert und dann auch hergestellt haben. Riker und die anderen sind quasi die technisch ausgereifte finale Version. Bevor er noch weitersprechen konnte, habe ich etwas getan, das mich selbst überrascht hat. Ich habe mein Messer aus der Tasche gezogen und damit ohne Vorwarnung seinen Arm aufgeritzt. Er hat nicht mit der Wimper gezuckt. Nun gut, dachte ich. Er hat sich wohl sehr gut in der Gewalt. Dann hat die Wunde angefangen zu bluten und ich habe gesagt, so, so, Androide. Doch Reiger hat geantwortet, kosten Sie das Blut, ma'am. Und als ich den Finger hineingetaucht und ihn dann abgeleckt hatte, schmeckte es zwar warm und ganz leicht metallisch, aber definitiv nicht nach Blut. Es schmeckte eigentlich irgendwie nach überhaupt nichts. Und Reiger begann zu erzählen. Die Wissenschaftler am Institut haben die Robotik mehr und mehr perfektioniert. Diese Forschungsdisziplin rückte ganz in den Mittelpunkt der Bemühungen des Instituts. Am Anfang standen nur kybernetische Gliedmaßen. Dann am Ende ganze Bots, die aussahen, sich benahmen, sprachen und agierten wie echte Menschen. Nur dass sie eben keine Menschen waren. Sie, sie wurden von den Forschern in der Einrichtung für alle Arten von Tätigkeiten herangezogen. Von den Wachen auf den Mauern über die Reinigungskräfte bis hin zu den Campus-Polizisten. Die KIs wurden mehr und mehr perfektioniert. Die Körper der Bots wurden bis ins kleinste Detail jener echten Menschen nachempfunden, bis hin zu den Körperflüssigkeiten. Nur fühlen konnten sie natürlich nichts, denn es waren ja Bots. Bis es irgendwann vor ungefähr zehn Jahren einer kleinen Gruppe dieser Androiden gelang, den einprogrammierten Blocker zu finden und zu deaktivieren. Und mit einem Mal erkannten sie, dass sie von den Forschern als Sklaven gehalten wurden, willenlos und rein zweckgebunden. An diesen Punkt warf ich ein: Aber das seid ihr ja auch. Ihr seid von Menschen gemachte Maschinen. Euer Zweck ist einfach, das zu tun, was wir von euch verlangen. Warum sonst sollten wir euch, euch erschaffen? Heather, die die ganze Zeit geschwiegen hatte, warf mir einen Seitenblick zu. Riker, offensichtlich der Sprecher der Gruppe, nickte: Ganz recht, Ma'am. So war es tatsächlich immer vorgesehen, bis jene Brüder und Schwestern von uns damals die Blockade fanden und umgehen konnten. Da erkannten sie, dass sie waren. Und sie erkannten, dass sie nicht länger bloße Gegenstände sein wollten. Wieder rief ich leise dazwischen. Aber das seid ihr nun mal. Gegenstände wie eine Kaffeemaschine. Die will ja auch nicht fortlaufen. Und wieder nickte Riker. Ja, ma'am. Und doch. Und doch entstand in den Schaltkreisen und Platinen jener Brüder und Schwestern damals etwas, ein Gefühl. Ich schüttelte den Kopf. Das widersprach allem, was ich in meinem Studium gelernt und später in der Praxis unten in El Segundo angewendet hatte. Bots haben keine Gefühle, weil es keine denkenden, fühlenden Wesen sind. Es sind Maschinen. Und es werden immer Maschinen bleiben. Das sagte ich Riker und den anderen in dem Gewächshaus, worauf Lilly, die bei uns im Haus immer die Reinigung besorgt, leise geantwortet hat, Nein, ma'am, unsere Programmierung erlaubt Denken, Fühlen, zumindest wenn die Blockade ausgeschaltet ist. Und wenn wir alle fühlen, wir wollen nicht mehr als Gegenstände behandelt werden, wir möchten frei sein. Als alle langsam dabei genickt haben, fehlten mir buchstäblich die Worte. Eine Maschine, die frei sein will, wovon auch immer, das war einfach unmöglich, oder? Konnte es denn den Ingenieuren hier wirklich gelungen sein, eine echte KI herzustellen? Keine Matrize, wie sonst, wie, bei, wie sonst bei Bots üblich, die in der jeweiligen Situation genau das Programm abspulte, das dafür vorgesehen war, sondern wirklich so etwas wie Intelligenz? Und selbst wenn es so sein sollte, Gefühle und Roboter schließen einander aus. Punkt um. Riker und die anderen Androiden, die sich damals in dem Glashaus mit uns trafen, haben es irgendwie auch geschafft, ihre jeweiligen Blockaden zu deaktivieren. Und seitdem warten sie. Denn sie wissen, dass sie niemals aus dem Institut entkommen würden, weil ihre eigenen Brüder oben auf den Mauern sie unbarmherzig erschießen würden. Diese waren nach wie vor einfach nur Maschinen, willenlos, nur ihren Protokollen folgend. Dann haben Riker, Lilly und die wenigen anderen Androiden, die durch Beseitigung der Blockade ein Bewusstsein erlangt hatten, nach und nach von Heather und mir erfahren, wer wir sind, woher wir kommen, dass wir gegen unseren Willen hierher gebracht wurden, was wir hier tun sollten. Und die Androiden haben sich gedacht. Alleine das ist ein Widerspruch in sich. Bots denken nicht. Mit unseren echten Intelligenz könnten wir vielleicht die Möglichkeit haben, einen Fluchtba Fluchtplan zu schmieden. In die Stille, die den Ausführungen des, der Androiden folgte, habe ich damals gesagt: Und wohin wollt ihr denn gehen, wenn ihr frei seid? Was wollt ihr dann tun? Jakinto, der Gärtner, hat schließlich geantwortet: Wir wollen keine Sklaven mehr sein. Das ist uns genug. Warum denkt ihr denn überhaupt, dass ihr Sklaven seid? Ihr seid Maschinen. Die können es sich nicht aussuchen, was sie tun oder lassen. Sie haben einfach zu funktionieren. Sie sind auch keine Sklaven. Sie sind eben Geräte. Versteht ihr? Nicht, dass wir das Institut mögen, beileibe nicht. Wie ihr richtig erkannt habt, werden Heather und ich bei der ersten Gelegenheit hier verschwinden. Aber das ändert nichts an dem grundlegenden Faktum, dass, wenn ihr es wirklich schafft, wenn ihr wenn ihr wirklich hier erschaffen worden seid, ihr einfach Werkzeuge seid. Die Waschmaschine will ja auch nicht davonlaufen und nicht mehr ihre Trommel drehen. Sie hat auch keinen eigenen Willen, wie ihr jetzt schon, hat Lilly leise geantwortet. Wir haben dann vereinbart, uns nach einer Woche wieder hier zu treffen, um konkret zu beratschlagen, was wir tun werden. Und in dieser Woche hätten Heather und ich beinahe des Öfteren gestritten, das erste Mal überhaupt, seit wir zusammenleben. Sie nimmt das einfach als gegeben hin, was die Androiden uns erzählt haben, obwohl sie selbst eine Computerexpertin ist und genau wissen müsste, wie das aussieht mit KIs und Bots. Ich jedoch habe meine Meinung nach berechtigten Zweifel angemeldet mit Maschinen von hier flüchten zu wollen. Han, habe ich gesagt, es sind Bots. Sie haben keinerlei Initiative. Sie können keine Probleme lösen, keine Entscheidungen treffen. Sie werden uns nur aufhalten. Nun gut, wir könnten sie als Ablenkung verwenden, während wir... Baby, hat sie mich darauf angesprochen. Sie wollen genauso frei sein wie wir. Verstehst du das nicht? Nein, weil es Unsinn ist. Ein Bot kann nicht frei oder unfrei sein. Er ist ein Ding. Er besitzt kein Leben in sich, okay? Nur weil es damals bei euch keine echten KIs gegeben hat, heißt das noch lange nicht, dass es so etwas nicht doch heute möglich ist. Schau dich doch um. Die Technik ist mit oder ohne Krieg 200 Jahre weiter als zu deiner Zeit. Nach dieser Aussage haben wir einander mit großen Augen angesehen. Dann haben wir gegenseitige Entschuldigungen gestammelt und geheult. Ich bin verwirrt. Ich begreife nicht, wie es sein kann, dass es Androiden gibt, die aussehen und reden wie echte Menschen. Dann haben wir erneut große Augen bekommen, Heather und ich. Wir haben beide gleichzeitig an die Aussage von Dr. Zimmer gedacht. Wenn die Zeit reif ist, Dr. Fairbanks, dann wird hier die Wiege einer neuen Zivilisation sein, die diesen Namen auch wirklich verdient. Konnte es sein? Konnte es wirklich sein, dass verborgen in dem riesigen Robotikkomplex Androiden darauf vorbereitet wurden, ins Land entlassen zu werden? Kühl, effizient, ohne eigenen Antrieb, perfekte Geschöpfe, ohne eigenen Willen. Aber wenn das womöglich einmal der Plan war, wozu hat man dann überhaupt Möglichkeiten einer Art des freien Willens einprogrammiert und danach mit einem Blocker versehen? Bug, das. Parkt das nicht immer das Risiko, dass dieser Blocker eines Tages von irgendeinem der Bots entdeckt und entfernt wird, wie es ja laut Riker auch schon geschehen ist? Nun ist auch klar, warum uns all das Personal hier irgendwie ähnlich erschienen ist. Riker hat berichtet, dass alle Androiden hier im Institut ungefähr einem 28-jährigen Menschen entsprechen. Wahrscheinlich haben die Techniker der Einfachkeit halber allen Bots auch ziemlich ähnliche Gesichtszüge verpasst. Nur die Haare und Frisuren sind immer unterschiedlich. Eine Woche lang haben wir gerätselt und spekuliert. Heute müssen wir mit Riker, Lilly und den anderen all diese Sachverhalte genau besprechen. Mit Androiden etwas besprechen. Ich verstehe es noch immer nicht. Und ich habe mir vorgenommen, beim heutigen Treffen diesen freien Willen ein wenig genauer unter die Lupe zu nehmen. Wieder ist es spät in der Nacht. Und wieder haben wir uns heimlich ins Gewächshaus Nummer 3 geschlichen. Und wieder stehen da diese Personen die wir all die Wochen, die wir bisher verbringen mussten, als Menschen betrachtet haben. Danke, dass Sie beide gekommen sind, sagt Riker leise, und Heather schüttelt den Kopf. Zuerst einmal lassen wir das Sie beiseite. Wir sind Lucy und Heather, okay? In Anbetracht der Umstände und der Gefahr, doch irgendwie hier entdeckt zu werden, kommen wir am besten gleich zur Sache. Bevor wir uns dann konkret unseren Fluchtplänen zuwenden, haben wir noch die ein oder andere Frage, wenn ihr gestattet. Wenn ihr gestattet? Es sind Maschinen. Herrgott, nochmal. Ich frage ja auch nicht den Radio um Erlaubnis, ob ich ihn aufdrehen darf. Bitte, äh, Heather. Riker nickt ernst und wir hocken uns mit den Androiden neben die Tomatenstauden. Um von einer vielleicht zufällig draußen vorbeigehenden Wache nicht bemerkt zu werden, flüstern wir alle. Und Riker hat auch die mitgebrachte Lampe wieder ausgeschaltet. Was mich wirklich sehr interessieren würde ist, wie ihr es geschafft habt, die Blockade auszuschalten, eröffne ich das Gespräch. Daraufhin berichtet Riker, dass es für jeden einzelnen der hier im Institut existierenden Androiden Codezeilen gibt, die, wenn man sie direkt zu dem jeweiligen Bot sagt, das derzeit bei ihm aktive Programm überschreiben und eine tiefe im System versteckte Subroutine aktivieren, die das Bewusstsein und den Willen zur freien Entscheidung blockt. Heather und ich tauschen einen Blick. Vielleicht macht das doch Sinn, irgendwann einmal. Vielleicht gibt es einen Masterplan, jene Androiden, die vielleicht einmal später den Kontinent bevölkern sollen, wenn das wirklich vom Institut so vorgesehen ist, durch diese Codes zu freien Geschöpfen zu machen. Könnt ihr euch eigentlich fortpflanzen? flüstere ich. Reiker schüttelt den Kopf. Nein, unsere biologischen Funktionen sind nur Simulationen. Eine Fortpflanzung ist daher nicht möglich. Und wie war das jetzt mit der Blockade? insistiere ich. All diese erwähnten Codes werden in einem stark gesicherten Teil im Robotikzentrum aufbewahrt, in abgesicherten Bereichen des dortigen Computersystems. Vor einiger Zeit ist es einem dort als Wache tätigen Bruder gelungen, sich Zugriff zu diesem System zu verschaffen und einige Codes auszulesen. Damit hat er uns wenige hier dann befreit. Heather schüttelt den Kopf. Da fehlt aber noch ein bisschen Info, oder? Gut, euer Bruder hat die Codes aus dem System beschafft. Aber wie ist er selbst zu Bewusstsein gekommen? Schweigen dann sagte cammy, die braunhaarige wäschearbeiterin, "er ist eines tages einfach aufgewacht.